Jetzt schauen wir uns ein besonders wichtiges Feuerwehrauto an. Da kommt es angefahren. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist die Drehleiter. Die Feuerwehrmänner kürzen immer alles ab. Deswegen sagen die nur DL. Ich sage jetzt auch DL. Guck mal, wie groß die ist. Mit der DL fahren immer zwei Feuerwehrmänner zum Einsatz. Heute testen Achim und Jochen im Hof der Feuerwehr, ob auch alles funktioniert. Damit die DL nicht umkippen kann, muss Achim als erstes die Stützen ausfahren. Vorne breitet Jochen den Korb vor, in dem Korb fährt er gleich hoch. Die Stützen an der anderen Seite sind auch schon fertig ausgefahren. Und jetzt geht es hoch. Jochen ist oben im Korb und steuert von da die Leiter. So kann er Menschen aus einem Fenster retten, wenn der Rettungsweg durch die Wohnungstür versperrt ist. Er kann auch löschen, wenn es oben brennt. Dann nimmt er aber einen langen Schlauch mit. Oder er kann eine Katze vom Baum holen, wenn sie sich verlaufen hat. Achim sitzt unten an der Leiter und passt auf. Er kann zur Not die Steuerung übernehmen, wenn Jochen oben Hilfe braucht. Schau nur, wie lange die Leiter ist. Die reicht ja bis zur Turmspitze. 23 Meter kann sie ausfahren. Das ist sehr hoch. Und schon geht es wieder runter. Wollen wir mal mitfahren? Ja? Oh je, da habe ich aber ein bisschen Angst. Na gut, los Jochen, fahre uns hoch. Mit den kleinen Hebeln steuert er die Leiter. Und hoch und höher und höher. Da unten sieht man die Wache. Man kann über die ganze Stadt schauen. Wir sind ja fast so hoch wie der Turm. Und wie das hier wackelt. Da geht es steil die Leiter runter. Feuerwehrmänner sind ganz schön mutig. Ich möchte lieber wieder runter. Hui, super. Endlich wieder am Boden. Hier unten fühle ich mich sicherer. So, die Drehleiter ist in Ordnung. Jetzt wird alles wieder zusammengepackt. Jochen fährt die Leiter wieder zurück. Den Korb einklappen und die Stützen einfahren. Danke, Achim und Jochen. Tschüss, Drehleiter. Nochmal?